Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Dictators No Peace. Ja, es geht weiter. Wir haben hier noch einiges an Ländern vor uns. Und wir haben hier diese drei klitzekleinen Länder. Die würde ich gerne als erstes übernehmen. Die haben nicht viel an Stärke. Ja, doch, Aserbaidschan hat schon einiges. Aber die beiden anderen nicht. Und hier fliegen dauernd Flugzeuge durchs Bild. Ja, ich würde sagen, greifen wir einfach mal an. Armee ist fertig. Wir haben ganz viel Geld. Das wird also sehr, sehr leicht. Hier im Iran kann ich ja schon mal gucken. Da mache ich schon mal die Rebellen rein. So, Krieg gewonnen. Gleich dahinter Armenien noch angreifen, wieder Flugzeuge abstürzen lassen. Und da haben wir auch Armenien. Kupferminen. Und die Lokalarmee. 42, ja, ganz leicht. So, was haben wir hier? Kühe. Ich hatte noch Kühe drin. Ne? Damit fahren wir schon mal nach Somalia. Verkaufen. Ja, hier gibt's nichts. Indien gibt's auch nichts. Ich fahr wieder zurück. Gibt's auch nichts. Wir haben schon den Krieg gewonnen. Da. Armee verbessern und wieder. Mal wieder Petroleum, wie in der letzten Folge. So, was hat Iran drauf? 70, 70, 70, beziehungsweise 10, 70, 70, ja. Das kriegen wir hin. Ah, endlich, hier gibt es Bauholz. Damit fahren wir nach Neuseeland. Na komm schon. So, Holz verkaufen, Kaffeebohnen kaufen, Flugzeug abstürzen lassen und nach Australien. Kaffeebohnen verkaufen, nach Indonesien, nach Indien. Da gibt es Pferde, okay. Gute Zeiten. Vereinigte Staaten von Amerika, okay. Moment. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Erstmal Geld verdienen. So. Dann Pferde. Ah, hier gibt's Kühe. Iran. Im Iran gibt es jetzt schon wieder Rebellen. Krasse Leistung. Schnell die Armee verbessern. So, jetzt hatten wir Kühe. Mit den Kühen nach Indonesien. Oh, fail. Damit sollte ich eigentlich nach Somalia. Egal. Fahren wir jetzt noch da und gleich machen wir weiter. Ich will nämlich nur noch hier kurz die Seide abholen. Da, Seide. Und dann gucken wir mal hier. Ich würde sagen, wir fangen oben an.
Kasachstan 34-32, 14-32, haben wir nicht genug. Jetzt aber. Nach Spanien für die Seide. Papier kaufen. Damit nach Südafrika. Und Georgien wird bald angegriffen. Georgia, aha. Moment. Ja, haben wir. Im Iran gibt's die Rebellen wieder. So, radioaktive Chemikalien, Petroleum. Rebellen verteidigt. Hier gibt's nichts. Hier auch nichts, okay. Noch ein Flugzeug. Da haben wir Usbekistan, 34-32. 14-32. Mach ich ein bisschen drauf. So. Nein. Da. Usbekistan. Reis, das können wir in Spanien verkaufen. Flugzeug. Schießpulver gibt's hier. Damit fahren wir nach Argentinien. So, Krieg gewonnen. Armee erhöht. Hier gibt's Garn und Gold. Die Armee 34-32. 14-32. Muss ich nur die hier ein bisschen erhöhen. Dann greifen wir die auch an. So, was hatten wir hier nochmal? Na komm schon. Schießpulver. Ja, stimmt ja, ich bin ja schon hingefahren. So, Brasilien, Honig, da fahren wir nach Indien. In Georgien haben wir verteidigt und Turkmenistan erobert. Wieder Garn und Erdöl. Wieder lokale Armee. So, dann, ich würde erstmal die Finger von China lassen. Zum Beispiel hier Kirgisistan angreifen. Moment, wir haben 4. Wir haben 5, okay, das wird reichen. So, hier haben wir den wunderbaren Honig. Hier haben wir die exotischen Tiere für Japan. Wow, die Anreise dauert länger als der Krieg. 4 Explosionen gab es nur. So, das haben wir erhöht. Und hier gibt's nur Gold. Nur Gold. Opium, das kann man in China verkaufen. So, Tadschikistan, so, da brauchen wir 10, da haben wir 10. Ich würde jetzt hier vielleicht noch so Tadschikistan, Afghanistan und Pakistan erobern. So, Indien und China würde ich gern erstmal noch weglassen.
Die haben nämlich schon einiges an Kräften hier. 99 und auch 99. So, also, ja, nein. Was passiert? Ich verstehe gerade nicht, was passiert ist. Wir haben verloren. 10. Ah, wir haben scheinbar verloren. Hoch. Na, egal, nochmal angreifen. Die haben auch nur 10-10. Ja, das kriegen wir locker hin. Pakistan ist schon etwas stärker. Leider keine Rebellen. Schade. Rebellen und Tschad. Wo ist jetzt Tschad? Oh, jetzt haben wir den Krieg gewonnen. Wo ist Tschad? Hier schon mal nicht. Ja, ich bin nicht sehr gut in Geografie. Ach da, ganz in der Mitte. 100, 100, ja, kein Problem. So, das haben wir. Hier haben wir nur 10, 10. Das kriegen wir auch hin. Und danach muss ich die extrem gut aufwerten. Israel soll angegriffen werden. Moment. Da. Ist gut, da habe ich kein Problem. So. Armee. Trauben gibt es hier. Recht ungewöhnlich. Und jetzt brauchen wir bei allen 60. 60. Da 70. 72. Und 70, ja, ich mache nur eins mehr. Und dann greifen wir Pakistan an. Attacke. So, Ladung ist leer. Keine Ahnung wo. Achso, ja, wir sind da. Da gibt's nichts. Seide gibt's hier. Oh, in Tschad wird gekämpft. In Pakistan laufen die Kriege noch. So, Seide verkaufen wir. Schießpulver haben wir hier. Wir haben den Krieg in Pakistan gewonnen. Nochmal ganz, ganz, ganz kurz nach Argentinien. Da. Und in Pakistan noch aufwerten. Und dann war es schon wieder fast mit der 13-Minuten-Folge. Ich versuche, kürzere Videos zu machen, damit ich eure Geduld bzw. Aufmerksamkeit nicht so reize. Das sieht man nämlich zum Beispiel an den YouTube Analytics. Teilweise 3 bis 4 Minuten haltet ihr durch. Ich glaube, das längste Video irgendwie hatte 6 Minuten Aufmerksamkeit. Ja, deshalb mache ich kürzere Videos. So. Hier haben wir noch. Währenddessen laufen noch im Hintergrund irgendwelche Kriege. Da in Israel läuft noch ein Krieg. Ah. Ist echt ein bisschen empfindlich. Moment. Da, Israel. So, wir haben schon ein ganzes Stück jetzt wieder erobert. Es bleiben jetzt nur noch diese einigen wenigen Länder. Wir können auch schon fast wieder ein ICBM machen. Das machen wir dann wahrscheinlich noch in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.
Tschüss.